Hurra, es wird wieder mal gebaut. Keine Sandburg, ein echtes Schloss. Fast 600 Millionen Euro gibt's diesmal zu verbauen. Von einem neuen Weltwunder der Kulturen ist die Rede. Und diesmal gäbe es kein Planungschaos. Zwei, die davon ein Lied singen können, Berlins Bürgermeister Wowereit und Bundesbauminister Ramsauer, die ja schon den Flughafen schön in den Sand beim Flughafen kooperiert haben. Diesmal wird alles anders, versprochen. Man muss sich auch in unserem Land über etwas freuen können dürfen. Alles sei im Kostenrahmen bestens. Das Kompetenzteam an der Schlossbaugrube, angeführt von einem, der federführend war in der Planungsgesellschaft beim Großflughafenprojekt, Detlef Krug von GMP, Gerkan, Mark und Partner. Und jetzt das Schloss. Gesamtprojektleiter Krug ist sich sicher, diesmal gibt's kein Desaster. Ich glaube, das wird hier nicht dazukommen. Was macht Sie da so zuversichtlich, dass es nicht so ein BER-Desaster gibt? Ich glaube, dass dieses Projekt doch etwas besser vorbereitet wurde. Insbesondere der gesamte Planungsstand ist etwas anderes als in der Hauruck-Aktion, die in Schönefeld war. Flughafen Berlin-Schönefeld vergessen. Hier ein echter Neuanfang mit vertrautem Personal. Vorfreude auf die barocke Pracht, obwohl diese schon zu Kaisers Zeiten eher belächelt wurde. Nach der Sprengung und Palast der Republik kommt jetzt das Großprojekt. Für die Fassade sollen Bürger spenden. 20 Millionen Euro seien schon zusammengekommen, fehlen ja nur noch 50. Professor Michael Bollet, Dekan der Architekturfakultät an der Universität der Künste, hält das ganze Projekt für überholt und kritisiert das wackelige finanzielle Fundament. Die fangen also an zu bauen, ohne dass die Sache ausfinanziert ist. Also ich glaube, das wird noch ein ziemliches Desaster geben. Immer diese Miesmacherei. Zuversicht ist angesagt. Alles im Lot, betont Chefarchitekt Franco Stella. Die Kosten sind alle stabil. Höchstens ein bisschen Inflation. Ach so, Inflation. Na dann. Außerdem sei alles viel, viel besser als zu Beginn der Planungen. Heute ist völlig vergessen, 3,5 Jahre später, in welch zerzausten Aggregatzustand dieses Projekt sich damals befunden hat. Zerzauster Aggregatzustand war gestern, jetzt ist alles klar, oder? Die Schlossbauplanung irgendwie immer noch sehr kompliziert. Wie war das nochmal? Die Planer des Flughafenprojekts sind auch wieder dabei? Wie kommen Sie darauf, dass es dieselben Planer sind? Ja, das sind dieselben Bauaufsichtsplaner. Nö. Das sind völlig andere Planungsbüros, ja? Das Architekt Stella hier, das andere war Gerkan. Oh, alles falsch verstanden? Aber hier steht's doch. Stella und GMP. Gerkan, Mark und Partner. Die Flughafenjungs. Was denn nun? Fragen wir Herrn Krug selbst. Sie sind ja bei der Firma Gerkan, Mark und Partner angestellt. Das ist richtig, ja. Ist korrekt. Ich bin der Leiter vom Baumanagement bei GMP. Und jetzt hier der Chef auf der Baustelle. Ich bin hier Gesamtprojektleiter von Franco Stella. Ist ja auch verwirrend. Und wie gesagt, es sieht gut aus diesmal. Bundespräsident Gauck klopft das Ding fest. Preußische Disziplin oder doch Kostenexplosion? Der Grundstein für die nächste Berliner Baugeschichte ist jedenfalls gelegt.